So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meiner Let's Play Sniper Elite 3. So, wie wir uns erinnern, die da unten, die waren ja schon in Alarmbereitschaft. Haben mich aber nicht gesehen. Das heißt, wir tun in Ruhe markieren. Alles, was wir können. Alles, was wir sehen. Der kommt da rauf, das taugt man nicht. Den schalten wir gleich aus. Weg mit euch. Die grindigen Scheißeiseln hier. Sehr gut. Das habe ich schön gemacht. Und tschüss. So, lad mal nach, bitte. Was das? Nur drei Leute da unten, oder was? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Okay, okay, okay. Passt. Dann kümmern wir uns jetzt um euch da. Mal hier rausgezückt. Einmal. Oh, das sind viele. 2, 3, 4, 5. Ah, da reinzoomen kann ich nicht. Das muss ich zerstören. Wartet mal. Da ist was. Das kann ich nicht markieren. Okay. Probieren wir mal. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich auf das schieße. Na bitte. Ist schon kaputt. Ha! Und der da unten hat überlebt und der dreht sich nicht mal um. Nein, es ist nichts passiert. Nein, ich bleibe einfach so stehen. Na dann. Tschüss mit Ö, ciao mit A und bei mit Y. Ah, da, schau's mal. Da gibt's ja doch noch einen, hä? Hast du dich von mir versteckt, du kleiner Biest? Lümmelchen. Okay, ganz ruhig. Ich glaube, das war's wieder. Und das Ding ist auch ausgeschalten. Der Typ ist auch tot, das ist wichtig. Mit den Raketenwerfer. Okay. Schießt doch keiner mehr. Dann stehen wir mal auf. Nein. Dann gehen wir. Haben wir den schon gelootet? Ja. Nein, wir brauchen keine Panzerschreck. Wir haben unsere Sniper. Das reicht uns vollkommen. So. Haben wir den schon gelootet? Nein. Und was haben wir gefunden? Gar nichts. Also nichts Sinnvolles. Was haben wir hier? Stolpermine. Na so. Das brauche ich auch immer wieder. So oft, wie ich das bis jetzt eingesetzt habe. Den kann man auch noch looten. Verband wäre cool oder irgend sowas. Okay, 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 ganz ruhig. Aber hier waren wir ja schon mal, oder? Cool, da gibt es ein bisschen was zum Aufsammeln. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. So, machen wir die Karte auf. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Wie komme ich denn jetzt da rüber? Das ist jetzt die große Frage. Wie komme ich jetzt da rüber? Das heißt, wir gehen hier rauf. Noch einmal. Das heißt, ich habe irgendwo eine Abzweigung verpasst. Genau, das dritte ist ja auch von Fernkampf, nur zum Zerstören. Das ist in der Richtung. Okay, ganz ruhig. Mal hier Platz nehmen. Geh mal da runter. Danke. So, schauen wir uns mal hier um. Da geh runter. Scheint keiner da zu sein. Ah, das ist keiner. Ah, da ist einer! Oi, 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 oi. Geh runter, 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 runter. Dreh dich um. Ah, das war fast ein Granatentreffer. Das gibt's ja nicht. Das ist bei mir immer nur fast. Fast, fast, fast. Fast Granatentreffer, fast Hodentreffer, fast Herztreffer. Ah. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Man hört sie. Ich sehe sie aber nicht. Da ist einer. Den fetzen wir in den Hoden. Da. Ist das perfekt? Ah, das hat man nicht gesehen. Okay, hier rauf.
dann gehen wir weiter, okay. Geh rauf da. Du kannst nicht klettern da. Was bist denn du für einer? Was bist denn du für ein? Oh, was war das? Das war ein Granatentreffer. Isoliert. Okay, ich muss zurück, ich muss zurück. So, ganz ruhig. Verband. Hau da drauf. Und habe ich jetzt den Verbandskasten genommen oder den Verband? Oh, ich habe den Verbandskasten genommen. Ach Gott. Also wurscht. Ganz, ganz ruhig. Ist ja nicht weiter tragisch. Na komm, loot ihn. Gibt's ja nicht. Nichts gefunden. Na, ist ein Wahnsinn. Ja, ist das ein Wahnsinn, Herr. So. Hier durch wahrscheinlich. Ganz ruhig. Gehen wir runter. Ganz ruhig. Hm, da geht er. Bist gleich mal markiert hier. Oder auch nicht. Die nächste muss ich von dieser Seite der Schlucht aus erledigen. Ganz, ganz ruhig. Ah, den sieht man fast gar nicht. Oh, wie er ihn anschaut. Oh. Ah, nee, wirklich. Da gibt's was? Verband? Jawohl, ich glaube schon, dass das einmal verbannt war. Jawohl. Und du warst auch mal Geschichte. Mach's gut. Ja, mit dem Zeug, was du da in dir drinnen hast. Nichts gefunden. Sehr gut. Okay, hier drüben ist es, glaube ich. Schauen wir uns mal hier um. Hier ist das Ding. Hier hinten können wir drauf schießen. Ah, ist ganz ruhig. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich kann es auch nicht markieren, leider. Oder? Oh ja, kann ich. Sehr gut. So, dann tschüss, Baba. Okay, das hat sie jetzt nichts gebracht. Ich kann es nicht markieren. Ah, das reicht. Jawohl, das reicht. Sehr gut. Perfekt. Einer ist auf uns aufmerksam geworden. Der steht da irgendwo. Okay, wir sind fertig mit der Mission. Wir müssen uns wieder mit dem Mystentrupp treffen. Wie ich das aber im Hinterkopf habe, kommt da jetzt noch ein Panzer als Abschlussgegner. Okay, dann scheiße ich auf ihn. Nämlich, der kommt da eh nicht rüber zu mir. So. Okay, wir müssen rauf. 200 irgendwas. Meta. Finde ich cool, dass das ja auch in Meta-Angabe ist. Und nicht wie in Amerika halt die Meile. Wie viel ist eigentlich eine Meile? Eine gute Frage. So, ich glaube, hier kommt der Panzer. Scheiße. Nein, nein. Entschuldigung. Mal den Verband drauf. Heute noch. Danke. Der Verband ist eigentlich auch schon sehr wirksam, so wie der Verbandskasten. Das ist unglaublich. Da ist er, der Panzer. Und bei dem Panzer habe ich es ja geschafft, im ersten Let's Play vorne reinzuschießen, dass ich den Fahrer töte. Mal schauen, ob ich das wieder schaffe. Ich glaube aber nicht, das war reiner Zufall, dass ich das wirklich getroffen habe hier. Und ich bin jetzt ja auch hier nicht auf Spielchen aus. Okay. Können wir dich mal markieren, damit wir die roten Schlitze hier sehen. Und los geht's. Jawohl, das ist sich gerade noch rausgegangen. Und Standortwechsel. Sofort Standortwechsel. Und Standortwechsel. Runter, runter, runter. Lauf, 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 lauf. Jetzt kommt er nämlich in unsere Richtung.
der Standortwechsel erfolgreich. Erfolgreich ist der Standortwechsel. Hier oben. Da steht er. Den machen wir gleich. Wir machen den zuerst. Alter, ja, das ist, wenn man keine Luft hat. Da steht er, glaube ich. Ich glaube, das ist er. Ja, der ist urweit weg. Bist du deppert? Mach's gut. Boah, ist das Auge nach hinten sogar. Okay. Wir konzentrieren uns wieder. Da habe ich durchgeschossen. Ja, ich habe es geschafft. Urgeil. Urgeil. Super, ich habe es geschafft. So, der Fahrer ist mal tot. Das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen. Das ist gut. Und jetzt bin ich auch tot. Okay. 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 Keine Ahnung, warum jetzt das auf einmal, aber ich habe es geschafft, man hat es gesehen. Ich probiere es dann noch einmal. Versprechen kann ich nichts, dass ich das nochmal schaffe. So, wo muss ich denn da jetzt lang? Wie bin ich denn da jetzt vorhergegangen? Ich muss da rauf. Wartet mal, da war der Scharfschütze, oder? Oder da? Ich habe keine Ahnung. Ganz ruhig. Okay, da kommt doch der Panzer. Ach Gott. Aber das tue ich jetzt nicht karten. Natürlich ist er jetzt da. Es ist ja doch ein Endboss. Und man hat das auch gesehen, dass ich es wieder geschafft habe. Mitten genau durch die Lücke zu schießen. Ist schon ziemlich schwer, muss ich sagen. Aber ja. Da sieht man meinen Skill. So, der Vater, der Hurensohn. Den mal markieren, oder? Ah, das war zu schnell. Viel zu schnell. Na, geh lieber die Treppe runter. Ich möchte jetzt da nicht da irgendwie meine Leben verschwenden. Nicht wirklich. Bin ich jetzt nicht warm drauf. Na, soll sich auch nicht hinlegen. Der fährt weg von mir, oder was? Soll er nicht wegfahren, der soll zu mir kommen. Oder wir können uns merken, wieder wie er fährt, dann können wir uns wieder Landminen da hin platzieren. Also hier wäre er, glaube ich, gefahren, oder? Ist jetzt halt die Frage, ob er jetzt auch im Kreis fährt. Ja, lauf, 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 lauf. Ganz ruhig. Ich habe keine Luft. Ich habe keine Luft. Okay, hier wäre dann lang gefahren. Machen wir mal hier Landminen. Die ganze Straße da so verteilt. Daher. Vielleicht kommt er ja dann da wieder zurück und fahrt da genau rein. Hier sieht man sie. Eins, zwei, drei. Und da oben sollte er vielleicht runterkommen. Wenn er da wieder runterkommen würde. Mal schauen. Gut, in den Haus, da kann ich nur da durch. Das ist auch sehr, sehr nice. So, geh da rauf. Da geh rauf. Das war, glaube ich, hoch. Da war es hoch. Hoch, ja. Nämlich da geht's hoch hinauf. So, wo bist du, du Scheißpanzer? Steht der da hinten jetzt, oder was? Okay, wir gehen. Was ist, Alter? Ah, okay, gut, ich bin gleich da. Wenigstens was. Das heißt, ich brauche keinen Cut setzen, cool. Nein, aber das fuckt mich jetzt an, dass er von. Das
von Haus nicht runterspringen kann. Was soll das, Alter? Bullshit. Okay, einmal haben wir mal. Das ist die Frage, ob er mich von da trifft. Hier runter da. Ob er mich gesehen hat er mich auf jeden Fall. Jetzt ist halt nur die Frage, ob er darauf schießen kann. Ganz, ganz ruhig. Okay, wir müssen da runter. Ich möchte auch meinen Puls nicht erhöhen. Wir legen da jetzt einfach mal eine Mine hin. Ah, Landmine, sehr gut. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir legen mal da eine hin. Da kommt er. Dann legen wir da gleich die zweite hin. Bewegt sich, das ist gut. Er bewegt sich da drauf. Das wird mich sicherlich umbringen, oder? Panzer zerstört, sehr gut. Sehr gut. So. Ich habe keinen Cut setzen müssen, ich bin genau hier rausgekommen, das finde ich echt geil. Mal keine Arbeit für mich. So, dann verlassen wir diese Missions-Area. Wir sind fertig mit der Mission, ja. Das war's. Was war die nächste? Ich glaube, das war die Dark Souls-Mission, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Und wie lange haben wir? 17 Minuten, okay. Das heißt, wir schauen nochmal rein in die nächste Mission und dann spielen wir dann gleich dort von Anfang an gleich wieder weiter. Verbände zwei Gesundheitsbalken und der Verbandskasten vollständig. Da ist jetzt gerade gestanden. So, wir sind aufgestiegen. Befördert Techniker Sergeant Mark II. Okay. Level 23. Boah, wow, schau wie viel. Sehr gut. Kommunikation unterbrochen, das weiß ich nicht. Und General Höstlein aufgespürt und getötet. Okay, gut, wo der auch immer sein sollte. Aber ist egal. Was soll's. Deswegen heißt das auch Let's Play und nicht mehr Walkthrough. Nämlich Walkthrough ist ja, glaube ich, mehr die detaillierte Fassung, dass man halt alles wirklich zeigt. Gut, dann gehen wir rein in die nächste Mission. Viel Spaß bei der Cutscene. Ich habe Fort Refugio erreicht. Der Informant ist unsere einzige Spur. Ich hoffe, er ist noch am Leben. Die Alliierten hielten diesen Ort bereits 41 während der Operation Compass. Darum kenne ich den Grundriss. Die Festung klebt an einem Felskliff, uneinnehmbar für eine Armee. Aber ein Einzelkämpfer sollte einen Schleichweg hineinfinden, sobald ich an den Suchscheinwerfern vorbei bin. Sogar nachts sind die Achsenmächte auf den Beinen. Es wäre Selbstmord, mein Gewehr einzusetzen, solange ich hier unten bin. Und selbst dann, wenn man mich hört, werden sie Verstärkung anfordern. Ein Sturm zieht auf. Der kommt mir gerade recht. Und die Map ist jetzt wirklich sehr, sehr schön. Man sieht auch schon hier, es ist eine richtige Burg. Ich liebe diese Mission. Am Anfang ist sie sehr schwer, am Ende dann nur noch Geballerei halt. Super Idee, wirklich. Okay, gut. Wir schauen gleich rein und dann hören wir auf. Schauen wir uns mal die Karte hier an und wieder die geile Musik. Halte die Luft an, um besser zielen zu können. So, schaut wirklich aus wie bei Dark Souls. Hat schon etwas, finde ich persönlich. Finde einen Weg in das Fort. Okay, das ist halt jetzt mal unser erstes Missionsziel, aber das machen wir, wie gesagt, das machen wir dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja,
Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Fort. Refugio.